Hi-ho und willkommen zurück bei lieben Strategiespiel und Siedlerfreunde zu Die Siedler 6, Aufstieg eines Königreichs. So, wir begeben uns jetzt in Mission 12, nämlich Sahir. Starten. So, Missionsbeschreibung. Euer Majestät, ich danke euch für eure Hilfe in meiner Heimat Janub. Darf ich eure Aufmerksamkeit nun auf eine andere Sache lenken? Es geht um den Herrscher von Sahir Alawan. Legenden berichten von drei Insignien, die Weisheit und Macht repräsentieren. Sie sollen in der Wüste von Sahir begraben liegen. Wer alle drei Insignien besitzt, der wird als rechtmäßiger Anführer der Wüstenkrieger anerkannt. Die einheimischen Stämme kennen die ungefähren Fundorte der Insignien. Sie haben Grabungsstellen errichtet, um ihrer habhaft zu werden. Leider versuchen die Schergen des Roten Prinzen ebenfalls, die Insignien in ihre schmutzigen Hände zu bekommen. Sie halten sich zurzeit in einer Burg im Süden auf. Der Herrscher von Sahir bittet uns, die drei Insignien für seinen Prinzen zu sichern, der noch zu jung ist, um den Thron zu besteigen. Finden wir die Insignien, so gewinnen wir in ihm einen mächtigen Verbündeten. Jo. Weisheit ist der wahre König der Wüste. Mit diesen Insignien gewinnen wir einen strategischen Vorteil. Hoffentlich doch. Mal gucken, was haben die anderen Ritter zum Thema zu sagen, warum wir sie schicken sollten. Alte Insignien? Spielzeuge eingebildeter Südländer. Dennoch, ich werde diese Aufgabe natürlich nicht scheuen. Okay, Thordal nimmt's nicht ernst. Es klingt, als seien diese Insignien kostbar. Ich werde dafür Sorge tragen, dass sie in die richtigen Hände geraten. Nein, nicht in deine Hände. Euer Majestät, diese Aufgabe könnte ich sogar dann erledigen, wenn man mir den Schwertarm auf den Rücken binden würde. Sicher, Marcus. Über die alten Königreiche im Süden wissen wir nicht viel. Bitte lasst mich euch in dieser Sache vertreten. Ich wäre sogar mal geneigt, Alandra zu schicken. Mit antiken Geschmeide kenne ich mich aus. Lasst mich eure Augen und Ohren in Sahir sein. Wenn wir Pech haben, verkaufst du sie in unserem Rücken. Nein, so schlimm ist die Leis jetzt auch wieder nicht. Ja. Ich vertraue auf eure Weisheit. Sollen wir mal Alandra nehmen? Ich erwarte eure Entscheidung, euer Nur Majestät. So für den Ausgleich. Weil eigentlich bin ich für Hakim. Ich vertraue auf eure Weisheit. Ich glaube fest an die Gerechtigkeit. Na komm, nehmen wir mal Alandra. Sahir, wir können die Nomaden als Verbündete gewinnen, wenn wir die drei Insignien finden, bevor sie dem Roten Prinz in die Hände fallen. Wir sollten eine Silo hier errichten und die drei Ausgrabungsstätten untersuchen, um die Insignien zu finden. Wir brauchen alle drei Stücke der Insignien, um die Wüstenstämme davon zu überzeugen, unserer Allianz gegen den Roten Prinzen beizutreten. Wir müssen alle drei Ausgrabungsstellen finden und mit den Aufsehern reden. Von ihnen werden wir die Insignien erhalten. So, hier gibt's jede Menge Holz. Das ist gut. Hier drüben gibt's noch mal Holz. Das ist auch gut. Freie Fläche, auf der wir nichts anbauen können. Dann gibt's den letzten Holzfäller erstmal hier oben. So. Alandra schicken wir mal ins Nachbarterritorium. Also ja, die Grabungsstätten finden ist das Erste. Und alle drei Insignien holen für den Sieg. Was wir auf jeden Fall machen werden müssen, ist hier zu machen. Ein paar Straßen setzen. Am besten auch gleich den Steinbruch errichten.
So, und hier werden wir auch zumachen müssen. Jetzt aber erstmal unsere Holzfäller upgraden. Und unseren Jäger. Oh, eine Ruine. Sofort! Also ja, hier kommen wir doch an Holz und Eisen, was wichtig ist. Ganz wie ihr wünscht. Werde ich vielleicht sogar noch einen vierten Holzfäller gleich errichten. Erstmal hier hin. Dann hier eine Abzweigung nach hier oben. Steinmetz weiter ausbauen. Jagdhütte ausbauen. Meine Holzfäller ausbauen. So, hier schon mal zumachen. Und hier oben werden wir dann auch zumachen müssen. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, nach hier hinten. Und hier können wir auch gleich bis nach hier oben die Straße ziehen. Und einen Holzfäller errichten. So. Oh ja, dich sollten wir auch noch an die Straße anschließen. So. Und Holz kommt rein. Gut. Ah, Heilkräuterversorgung kann ich warten, bis wir die übernächste Stufe erreicht haben. Jetzt erstmal gucken, dass wir die Metzgerei ausbauen und den Steinbruch ausbauen. Nee. Auch nicht so toll. Dann bauen wir doch weiter vorne und dann eben. Auch wenn es komisch aussieht, so. Können wir so zubauen, ja. So, dich weiter ausbauen. Dich ausbauen und dann können wir auch gleich schon mal anfangen, das Eisen zu holen.
Gut, als nächstes dann gleich mal eine Lederproduktion. Alles klar. Und sobald wir genug Stein haben, was jetzt der Fall sein sollte. Wobei, wir sollten warten, bis wir den Gerber haben, weil wir brauchen ja Leute, die helfen beim Ausbau. So, hier ist nicht wirklich was zu holen. Hier ist die erste Ausgrabungsstätte. Ganz wie ihr wünscht. Und die mache ich noch im Bogen, solange wir nicht Landvogt sind. Hier könnten wir an Fisch kommen. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Sofort. Auf euren Befehl. So, dich ausbauen. Du dürftest im Ausbau sein, ja. Also ja, Holz und Steine sollten kein Problem sein im Augenblick. Alles klar. So, was hat dieser Gebiet zu bieten? Wildbestand. Ah, das ist gut. Befehl verstanden. Ganz wie ihr wünscht. Dann will ich als erstes das Gebiet auf euren Befehl einnehmen. Nachdem wir die Burg ausgebaut haben und Alandra zum Landvogt gemacht haben. So, da kommt das Geld. Wir können im Augenblick auch keinen Sold einstellen. So, das weiter ausbauen. So, die Steine kommen an. Und die Burg wird ausgebaut, schön. So, und damit kann ich sie zum Landvogt machen. Der Himmel ist mein Zeuge. Landvogtin. Ich werde euch nicht enttäuschen. Landvogtin, so. Jawohl, jawohl. So, dann holen wir uns als nächstes. Alles klar. Das Territorium. Eisenproduktion klappt. Ja, das heißt, wir können mit den ersten Schwertern anfangen. Aber auch gleich schon mal Reinigungsbedarf aufstellen. Und das Territorium hier einnehmen.
So, Holz kommt, Eisen kommt und alles.